Hallo ihr Lieben, hier ist Danny von Stempeltier. Heute gibt es wieder ein Karten-Swap-Video. Wir haben wieder getauscht im Team Stempeltier und natürlich möchte ich euch die Karten der Mädels zeigen. Der Stapel ist groß, deswegen fangen wir doch einfach der Reihe nach an. Grundlage war der aktuelle Jahreskatalog 2021 bis 2022. Und es sind so schöne Karten entstanden. Hier haben wir einmal von Sabine eine Libellenkarte. Wunderschön hier mit so einer Technik. Das wird abgedeckt und dann wird koloriert mit Schwämmchen oder diesen Brushes. Oder, also das ist eine ganz, ganz schöne Hintergrundtechnik, dann gestempelt und hier total schön mit dem braunen Stays On auf die Flügel, ausgestanzt mit der Handstanze, Glitzerchen drauf und innen drin auch noch bestempelt. Also vielen Dank, Sabine, für deine wunderschöne Einsendung. Karte Nummer 2 ist von Sonja Miller. Die hat Art Gallery verwendet, das Hintergrundpapier, was ja jetzt leider, also das verlässt uns jetzt, aber geblieben ist das Stempelset und auch hier die ovale Duo-Stanze ist geblieben. Mal gucken, ob drinnen noch was ist. Nein. Und das Ganze ist auf Vanille-Farbkarton gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Karte Nummer 3 kommt inklusive Anhänger, den ich euch auch zeigen will. Die Karte ist von Ellen Schiefer. Hier haben wir noch den Anhänger. Der kleinste Abstand zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Und die Karte hat sie eingereicht. Das ist ihre Karte für den Swap. Und da muss ich sagen, müssen wir wieder die Lagen zählen. Also ich habe hier einmal eine Paillette. Die ist ja dabei bei den Accessoires. Da sind ja diese kleinen Pailletten dabei. Dann haben wir erste Lage, zweite Lage, diese Blätter, dritte Lage, der Klecks, vierte Lage, fünfte Lage, die Goldakzente, sechste Lage nochmal dieses unglaublich schöne, große, filigrane Stanzteil und im Hintergrund nochmal das Designerpapier. Vielen, vielen Dank, innen rein auch noch gestempelt. Vielen Dank, liebe Ellen, für deine Karte. Dann, das hier ist, glaube ich, nur die Dankeskarte gewesen an mich. Ich muss nur gucken. Genau, das war nur die Karte, die für mich dabei war. Huch. Und das ist der Beitrag von Anja. Anja Isele hat diese Koala-Karte eingeschickt. Das ist das Stempelset Count on Me. Und hier mit dem neuen Baumrinde Prägefolder geprägt. Das Ganze ist sehr cool aufzumachen, weil wenn man das hier so aufklappt, 1, 2, du bist mein Lieblingsmensch. Der ist ja auch noch aktuell hier, so ein süßer Spruch aus den zauberhaften Grüßen. Und das Ganze geht eben zack, zack, lässt sich das wieder zuklappen und dann verschenken. Vielen Dank, liebe Anja, für deinen Beitrag. Dann geht es weiter mit einem kleinen Kärtchen und zwar hat Susi Fahl hat hier einen Tischaufsteller gemacht für die Mädels, die die Karte im Swap haben. Die Susi hat euch da schon den Klebestreifen drauf gemacht, die Karte kommt flach zu euch. Also was ihr dann macht, ist, ihr zieht den Klebestreifen ab und klebt diesen Aufsteller zusammen. Ups. Und dann kann er möglicherweise stehen. Die Pfirsichzeit hat sie verwendet. Auch das Stempelset und das Designerpapier. Vielen Dank, liebe Susi. Jetzt kommt eine Karte inklusive, jetzt muss ich ein bisschen kruscheln, inklusive Anleitung wahrscheinlich wieder oder was sie verwendet hat und zwar von Sandra Kügel. Ja, Sandra, wunderschön. Gewischt im Hintergrund mit den Blendingpinseln. Dann die Stiefmütterchen sind gestempelt und da gibt es ja die passenden Stanzformen dazu. Und hier, man sieht es wahrscheinlich schwer, aber das ist das schimmernde Pergament. Seht ihr das? Das schimmert. Das haben wir ja auch passend in den Inkolor-Farben. Und deswegen hat sie sich hier auch komplett, also das ist eine komplette Inkolor-Farbenkarte, Papaya,
Frisienlila, Lodengrün und als Hintergrund Celadon. Und ich sehe gerade auch, ich glaube, diese Steinchen, genau, sind hier auch nochmal drauf gekommen. Also auch nochmal Strasssteinchen. Wunderschöne Karte. Und hier gibt es das, genau, für die Mädels, die dabei waren, hier gibt es noch das Rezept. Total schön. Vielen Dank, liebe Sandra. Oh, und das hier hat sie mir noch reingepackt. Das zeige ich euch auch noch. Also da drin versteckt sich ein Badesalz. Das sind die Ombre-Tüten, die wir ja auch in den 5 Farben im Moment haben. Also auch die 5 Incolor-Farben. Ich finde die total schön, um da drin was zu verschenken. Dann hier eben zweimal dieses Anhänger nach Maß, heißt der. Übereinander nochmal mit den Blumen der Freude gestempelt und hier das kleine Mitbringsel. Also vielen Dank, liebe Sandra. Jetzt kann ich es auspacken. Dann werde ich es mir in der Badewanne gemütlich machen. Dann kommt als nächstes eine Dankeskarte plus der Einsendung. Also die Karte ist von Eva Gliem. Also die ist nur, das ist die Karte, die für mich mitkam. Vielen Dank. Und das ist die Einsendung von Eva, auch mit dem Löwenzahngarten gearbeitet. Und sie hat hier das Oval gesetzt, hat auch im Hintergrund, sieht man diese Pusteblumen-Prägefolder. Innenrein auch nochmal, das Ganze ist auf Savanne und natürlich embossed, also mit Heißluft geprägt. Heißluft und Versamark, das ist diese Technik mit dem Pulver, dem Versamark und dem Embossing-Gerät. Danke Eva für deine Karte oder Karten. Dann kommen wieder zwei Karten und da muss ich euch auch die zeigen, weil Simone, ne? Wir waren uns gleich einig, dass der Dachs einfach der Wahnsinn ist. Also für mich kam jetzt hier noch, dass ihr das seht, in voller Schönheit. Ja, kam hier diese Dachskarte noch mit, ein kleiner Gruß von mir an dich. Die ist so, 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 so süß. Vielen, vielen Dank auch für deine Worte, die da drin stehen, liebe Simone. Genau. Der Hintergrund oder diese Kreise ist ja eine neue Stanzschablone, die diese kompletten Kreise ausstanzt. Und in den muss man sich halt einfach rein verlieben, meine Meinung. Aber der scheidet die Geister, finde ich aber super schön auch in der Farbkombi. Und deswegen habe ich von den Stiefmütterchenkarten, die der eigentliche Swap-Beitrag sind, eine rausgesucht. Die hatten alle eine unterschiedliche Farbe. Und ich habe mir eine rausgepickt, die dazu passt, farblich. Drum habe ich die genommen. Mit kleinen Dingen bewirkst du so viel, auch hier wieder mit dem Stiefmütterchen gearbeitet und dem konturiert, diesen Stanzformen aus dem Konturiert-Set. Hier total süß, auch nur so in die Ecke, wenn man da jetzt was reinschreibt, sieht dann gleich viel schöner aus, wenn derjenige die Karte aufmacht, wenn sich das hier nochmal wiederholt. Die Farben sind Bonbonrosa und Fräsienlila und auch wieder mit Celadon mit den Incolor gearbeitet. Ich nehme jetzt gerade mal Sandras Karte noch dazu. Also da seht ihr, wie unterschiedlich die ausschauen können, je nachdem, was ihr denen für eine Farbgebung gebt von den Stempeln. Sehen ja gleich ganz anders aus. Und Stiefmütterchen gibt es ja so unendlich viele Arten. Vielen Dank, Simone, für deine Karte. Jetzt kommt Kirsten Nowaks Karte. Genau, auch da habe ich wieder eine extra bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Kirsten. Ich lusche mal rein, ob da noch was... Ja, da ist auch ein Gruß für mich drin. Also, hier haben wir mit dem neuen eleganten Etikett... Ganz interessant, irgendwie von beiden Seiten rein. Und auch hier wahnsinnig aufwendig embossed, weiß embossed. Unten drunter teilweise gestempelt. Das ist aus dem Set einfach elegant. Auch hier noch die Accessoires drauf. Und hier hat sich noch ein kleines Hummelchen verirrt. Ich glaube, das haben wir auf einer anderen Karte auch noch. Diese kleinen Goldhummeln. Genau, das sind die hier, die sind so süß. Ich weiß, einige von euch haben auf die Nachlieferung gewartet. Die sollten jetzt alle aus dem Lager raus sein zum jetzigen Stand des Videos. Die sind so goldig. Also die gehen jetzt wieder. Sind wieder welche da. Schnappt sie euch, bevor sie wegfliegen. Oh. Vielen Dank, liebe Kirsten.
Dann geht es noch weiter mit, ich glaube, im roten Umschlag war Biancas Karte. Ja, Bianca Friese hat diese Karte geschickt. Ich mag das ja total gern, wenn das mal so ein bisschen nicht ganz geradlinig ist, sondern so auseinander. Also, ihr versteht schon. Steht jetzt hier ein bisschen über, finde ich aber gerade total artistisch. Das Ganze ist auf Aquarellpapier hier. Oder? Sieht zumindest so aus. Also es hat auf jeden Fall so ein Feel. Schön, dass es dich in meinem Leben gibt. Ups, das ist für mich. Das müsst ihr jetzt nicht lesen. Auf jeden Fall kommen da schöne Grüße aus dem Norden in den Süden. Vielen Dank, liebe Bianca, für deine Karte mit den Freundschaftsblüten. So, jetzt kommt eine, die ist absolut mein Geschmack. Die ist von Christina. Christina Graf. Ups, da ist noch ihre Visitenkarte drin. Und die kombiniert einfach so viele tolle Dinge. Die kombiniert einmal hier dieses neue Set mit dem Mond, mit dem süßen Daxi. Das Ganze auch wieder im Hintergrund mit Schwämmchen gearbeitet. Ich bin mir nicht sicher, ob Christina euch da eine Anleitung geben möchte. Ich kann sie mal fragen. Ihr könnt auch immer drunter kommentieren. Je nachdem, von welcher Karte ihr da was sehen wollt, frage ich bei den Mädels nach, ob sie euch da eine Anleitung geben wollen oder ob ich euch verraten darf, wie es gemacht ist. Vielen Dank, Christina, für deine Karte. Die nächste finde ich auch sehr schön, und zwar von Bianca Höpfel mit dem Bambu-Set. Und wenn ich das jetzt so hin und her drehe, dann seht ihr, dann hat sie hier noch embossed. Seht ihr das Glitzern? Und zwar einfach mit klarem Embossing-Pulver nochmal auf der gleichen Stelle oben drüber. Und dann bekommt ihr das natürlich in der Farbe, wie ihr es möchtet. A true friend is the one who holds your hand and touches your heart. Super schöne Karte, also da muss man gar nicht viel dazu sagen. Auch hier im Hintergrund das schimmernde Pergamentpapier in Celadon mit Papaya. Das war auch wirklich, glaube ich, so Trend jetzt in diesem Kartenswap. Wenn ich so durchschaue, ist da sehr viel in der Richtung. Also vielen Dank, Bianca, auch für deine Karte. Dann haben wir die liebe Ingrid vom Bodensee mit dem Baum der Freundschaft. Hier auch Pergamentpapier, dass der Hintergrund schön durchscheint. Das ist auch also aus dem Designerpapier. Und den Baum hat sie auch aus dem Designerpapier. Schöne Natur ausgestanzt. Das sind zwei Elemente. Einmal der Baumstamm und dann obendrauf die Blätter. Und die sind auch alle anders, weil das Papier ist ja durchgemustert. Und jeder hat quasi ein eigenes Laub bekommen. Das Ganze ist gemattet auf Marineblau. Gib dem Ganzen noch einen schönen Rahmen. Vielen Dank, liebe Ingrid, auch für deine Karte. Jetzt kommen noch zwei. Jetzt kommt noch einmal das Stiefmütterchen von Laura Görings. Genau, da haben wir jetzt noch mal eine dritte Variante Stiefmütterchen. Und das ist jetzt eine ganz cleane, also ganz cleane Karte. Wenn ich die jetzt mal alle drei noch mal reinhalte, huch, so. Jede Karte an sich ansprechend und schön. Und hier haben wir die cleanste Variante mit ganz viel Weißraum, ganz viel Platz zum Draufschreiben. Vielen Dank, Laura, für deine Stiefmütterchenkarte. Und last but not least kommt von der lieben Nadine wieder eine mit einem traumhaften Set mit den Wiesen, heißen sie Wiesenblüten oder Wiesenblumen? Also Nadine, ich habe schon gesehen beim Auspacken, hier ist gefalzt. Also denke ich, ist das eine Aufstellerkarte? Jawohl. Also wenn ihr die jetzt hochzieht, dann habt ihr hier unten den Freundschaftsgruß. Ups. Mit lieben Grüßen von der Nadine. Also das kann sich so aufstellen und hat dann hier die Stanzformen aus den Wiesenblumen im Hintergrund. Dezent, der Stempel, das Ganze mit einem super süßen Band hier versehen und nochmal den Anhänger drauf, der Freundschaftsgruß auf dem Etikett, der hochgesetzt ist mit diesen Abstandsklebepads, damit er als Blockade dient, wenn die Karte aufgestellt wird. Also vom Prinzip her kommt hier ein Element, was ihr erhöht. Die Karte wird in der Mitte gefalzt.
Und dann könnt ihr sie aufstellen. Ihr könnt sie zum Versand flach machen. Clever. Und derjenige kann sie sich dann aber so hinstellen. Finde ich super schön. Ganz eine tolle Karte mal wieder. Vielen Dank, Nadine. Auch an dich fürs Mitmachen. So, jetzt lege ich sie nochmal alle rein. Haben wir sie nochmal alle beieinander. Ups. Und dann würde ich sagen, bin ich gespannt, welche Karte euch am meisten anspricht. Die Mädels freuen sich natürlich auch, wenn da Feedback kommt. Ich werde es auch noch fotografieren und auf den Blog stellen. Aber jetzt für den Moment gibt es erstmal das Video. So. Es hört gar nicht mehr auf hier. Es kommen immer noch mehr Karten. Und noch eine. Und noch eine. Und ups. Also diesmal haben wieder relativ viele mitgemacht. Ich bin ja schon gespannt. Der nächste Swap ist dann Herbst-Winter-Katalog. Was da wieder so alles kommen wird. Aber jetzt genießen wir erstmal alle den Sommer. Ich sag danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn du möchtest und keine weiteren Videos verpassen willst, das dein erstes Stempeltier-Video war, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jedes Däumchen, über jeden Kommentar. Lies mir die durch und sage danke, bleibt gesund und kreativ. Eure Dani von Stempeltier.